Und damit ein Hallo und ein herzlich willkommen. Und ich muss ein bisschen lachen, sage ich mal, weil mir ist gerade aufgefallen, wie meine Parts also auf den Grabber asynchron werden. Ist jetzt, es klingt verrückt, aber es ist so. Ist mir nämlich gerade aufgefallen. Ich habe dafür vorhin einen Test gemacht. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor zwei Parts war asynchron ein bisschen. Folgendermaßen. Ihr lacht euch Schrott. Wenn Outer City als vorderstes Symbol ist und nicht mein Grabber, dann zeigt er wirklich an, boah, eher gesagt, macht er den ganzen Part asynchron. Ich weiß nicht wieso, er macht's einfach. Ich find's natürlich ziemlich interessant, wie sowas kommen kann. Also nicht wie sowas kommen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Wie mein Grabber da so denkt und sagt so, ja, nee, ist klar, ne? Und setzt das nochmal ein bisschen asynchron. Warum krieg ich mein Geld nicht? Gib mir mein Geld. Ich seh dich. Danke. So, wir müssen ein bisschen Skate-Ausrüstung sammeln. Ich glaube, hinter der Rampe war hier eins. Also hinter der ganz großen Rampe. Oh ja, hier. So, die Leihschoner. War hier noch eins? Ne, ich glaube, hier war ein Saufbruder. Ja, hier war ein Saufbruder. Nachher kommen wir nachher noch. Hier wartet dann die erste Pro-Aufgabe auf uns. Also jetzt von einem Profi wieder mal. Jetzt also keine Pro-Aufgabe, aber... War nicht hier auch was? Ah, nee. Ja, klar. Hier. So, und dann fehlt uns noch eine Leichtschoner-Sache. Und ich glaube, die, wo waren die denn? Waren die hier? Ich weiß gerade nicht, wo die waren. Nö, hier hängen sie nicht. Oh Gott, wo waren die Sachen denn hin? Oh, gute Frage. Ich weiß nicht mehr, wo die letzten Leichtschoner waren. Oh nein! Das ist richtig peinlich gerade. Die da oben haben wir. Die da hinten haben wir auch. Das weiß ich. Ach, wo waren die? Ah ja! Ja, ja, klar. Da. Ja, manchmal dauert es ein bisschen, bis sowas wieder einfällt. Das ist keine Ahnung wieso. Also, oh, wir sind schon ziemlich gut geskillt. Ziemlich hoch geskillt sogar. Und bald, wenn wir unser 90. Ziel haben. Ja, wer bist du denn? Skater, weißt du schon das Neueste? Es gibt wieder Skatebuchstaben. Und weißt du was noch? Du sollst sie wieder einsammeln. Du hast 2 Minuten. Ja, und das ist auch so neu. Huch. Ja. Interessant. Das ist Geld. Wir sollen wieder Skatebuchstaben innerhalb von 2 Minuten einsammeln. Das ist auch sowas von neu. Da wir das in diesem Projekt schon dreimal gemacht haben. Da ist Geld. Ja, ich habe einen Riecher für Geld. Da scheiße ich auf alles andere, was wichtig ist, aber Hauptsache Geld. Und das A ist auf unser Big Hut Gap. Und oder auch Lille Hut Gap von der anderen Seite. So, TE, wo war das T? Das T war hier hinten, das weiß ich. Oder auch nicht. Wo war das T? Ach genau. Doch, da, ja, hier hinten. Und das E war an der großen, bösen Monsterrampe. Ich glaube, sie heißt das Ding Monsterrampe? Ja, das Ding heißt Monsterrampe, ne? So, sammle Skatebuchstaben. Haha. Du siehst auch aus, als wenn du gerade was getrunken hättest. So. Ganz schnell weitermachen, denn wir wollen ja noch ein paar Sachen schaffen. Dazu fragen wir hier, Kona Saufbruder. Ja. Ich habe Angst, dass die Vögel auf der alten Leitung einen Stromschlag bekommen. Kannst du sie mit einem Liptrick wegjagen? Ja, das ist eine richtig Kackaufgabe. Ich hasse sie. Geh weg. Los. Verdammt. Geh weg. Los. Danke. Deswegen ist das eine Kackaufgabe. Die wollen nie weggehen, aber man kann sehen, wo sie sind. Das kann man an der Rampe sehen, wo sie draufgekackt haben. Geh weg. Geh weg. Husch. Danke. So, du gehst jetzt auch weg. Hoffe ich mal. Die hatten auf jeden Fall damals immer voll die Probleme damit mit der Aufgabe. Die hatten damals nie gewusst, wo die Vögel sind. Und deswegen kann man hier auch einfach an der Scheiße gucken. Also hier an der Rampe sieht man ja die Scheiße ein bisschen. Und da ist auch ein Vogel da meistens. So, da war hier Scheiße. Komm weg. Da war hier Scheiße. Ah, wo sind denn noch Vögel? Kann man ja nachgucken. Da ist einer. Ein bisschen daneben war es jetzt.
So, hier war einer auf jeden Fall. Und dann müsste eigentlich hier irgendwo noch einer sein. Oder genau auf der Gegenseite, hier. Ja, hier ist er sogar. Nein, verdammt. So, komm, für dich machen wir extra einen Special-Trick. So, danke, dass du die Vögel gerettet hast. Aus irgendeinem Grund, da die Vögel eh keinen Stromschlag bekommen. Ich glaube, Vögel kriegen auf der Leitung keinen Stromschlag, ne? Da bin ich jetzt. Wo habe ich irgendwas Falsches gelernt? Nein, ich will das Geld, ich will das Geld. Der Geld regiert die Welt und dann kriegt Roman auch noch was ab. Ja, was wollt ihr denn zu Weihnachten haben? Es kommen 20.000 Leute, gucken den Part, ja, ich will das haben und ich will das haben. Und ich gucke mir so an und sehe meinen Goldesel an und sag so, ach, jetzt hast du was zu tun. Ja, Tony Hawk. Yo. Der Saufbruder von Venice Beach, Teil 2, ist mir schon wieder nachgelaufen. Finde ihn und mach 5 Ollis über ihn hinweg. Nach jedem Olli zieht er an einen neuen Ort. Halte also die Augen auf und den Geruch natürlich aufpassen, natürlich. Also soweit ich weiß, ist der erste hier, ne? Ne, der erste? Genau, der erste. Oh Gott, wie war das nochmal? Die kann man auf jeden Fall nicht übersehen. Gott, wie war die Reihenfolge nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Der hat eine bestimmte Reihenfolge. Du fährst also irgendwo hin und dann liegt er da und sagt so, ah, gib mir mal Bier. Hier ist die zweite. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo der erste war. Wo war denn der erste? Ach, da war der erste. Hey, du Fliegertyp. Gefunden, noch viermal. As a drunkard and lullaby. Der Drucker, hello, the boys. Hey! Haha! Ich kann sogar singen jetzt ein bisschen besser. Ich sagte ein bisschen besser. Singen kann ich immer noch nicht, aber ich kann ein bisschen besser singen. Ja, ich übe Tag und Nacht für meinen neuen Song, ne? Irgendwann mal in mein tausendstes Video, was ein Schlager wird. Oh ja, Christoph, ich mach das, was du willst. Schlager des Jahrtausends. Nice. So, nächstes Ziel abgehakt. Ziel Nummer 60 schon. Das ist schon eine Menge. Ich finde das für 50, für ein paar Minuten ziemlich viel. Okay, eine Stunde Aufnahme jetzt, ne? Und wir haben 60 Ziele geschafft, also jede Minute ein Ziel. Muss zugeben, das ist recht viel. Wo ich es auch sagen kann, okay, wir haben noch schon länger als eine Stunde gespielt. Heißt also, wir brauchen ein bisschen länger als 3 Stunden für das Spiel. Wir müssen ja auch noch die Scheine suchen, die Special-Aufgaben, die schwersten Aufgaben. So, du willst zeigen, was du kannst. Hier ist das Niveau von 60.000 Punkten. Was natürlich auch wieder so gar nicht zu toppen ist. Finde ich. Was wir auch nicht mit einer Kombi jetzt gerade hingekriegt haben. Ja. Und weiter mit den Punkten und... Ja, wollen wir einen Punkt... Komm, wir machen die R jetzt voll. In the air! So, Oma, was gibt's? Oh, Mrs. Ramos. Oh, wir haben als Krise ein Problem. Die Bescheinigungen sind weg. Wir haben nur 15 Sekunden, sie zu sammeln. Oma, Oma. Kommt der böse Slenderman und sagt, ja, nee, ist klar, ne? Slenderman? Nie im Leben. Als ob der sich Sorgen um die Skater-Bescheinigung macht. Interessant wäre es natürlich, wenn der Slenderman jetzt so wirklich käme und dann... Aber ich glaube, nee, kann ja gar nicht. Zu Zeiten von Tony Hawk 4 Karten gab es den Slenderman gar nicht. So, wie viele Ziele fehlen eigentlich noch? Wir müssen mal kurz rechnen. Wir müssen auf 64 Ziele kommen. Ich weiß sogar, welche beiden fehlen. Die Manual-Kombo und die Profi-Score. So. Ziel Nummer 1. Geschafft. Nächster Trick. Das war, glaube ich, mit Kickflip. Genau. So, schön, letzter Trick. Kickflip rauf und Kickflip runter. Ist auch so schwer. Komm, komm, komm. Beide mit dem Kickflip. So. Zeig deine Technik. Yeah, Technik. Okay, und dann fehlt uns noch die letzte Aufgabe. Die ist vom nächsten Skater, der da hinten ist. Ist auch wie Bookie Lasek eigentlich. Müsste sein. Ja, ist auch. Ich bin beeindruckt, aber jetzt wird's ernst. Dieser Profi-Score ist diesmal wirklich ein bisschen mehr.
Er ist nicht billige 100.000 wert oder auch 120.000. Nein, er ist 150.000. Er ist aber trotzdem kein Problem für mich. So. Die Ziele erst fürs erste in Kona beendet. Okay, dann geht's noch ein bisschen auf Geldscheinsuche. Uns fehlen, glaube ich, noch 7 Geldscheine oder so. 7, 8 Stück. Oder vielleicht auch 20. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgezählt. Ist aber schön, so eine Theorie einfach mal in den Raum zu stellen. Und sagen, ja, nee, so viele Geldscheine fehlen noch. Aber wir haben ziemlich viel eingesammelt, eigentlich im Gegensatz zu Alcatraz. Muss ich jetzt zufügen. Das meiste war ja eh bei den Aufgaben. Wenn ihr es gesehen habt. Also ihr habt es ja bestimmt gesehen, wenn ihr den Vorpart gesehen habt. Die meisten haben wir während der Aufgaben eingesammelt. Oh, der Indie über den Geldschein, super. Dabei muss ich sagen, das hier ist ein Haschschein. Weil da kommt man nicht so leicht dran. Also bei dem hier. Bei dem hier. Weil man sieht, die Rampe ist... Oh, fuck. Was war das? Ich habe einen Kickflip gemacht. Komm, jetzt gib mir das Geld. Boah, wo ist das Geld denn? Hallo, danke. So, und jetzt. Ziel. Okay, das ist ein bisschen kacke hier. Komm. Ja, gut. Nee, wir hatten damals immer ziemlich große Geldprobleme, sag ich mal, diesen Schein zu kriegen. Wobei ich sagen muss, das war nicht mal der letzte Schein, den wir gesammelt haben. Aber ich glaube, hier auf dem Feld ist auch noch einer, ne? Da sehe ich nichts fliegen. Da sehe ich auch nichts flattern. Ja, wo haben wir denn noch Geld? Komm, wir spielen wieder nur... Ach, da haben wir noch ein bisschen Geld. Wir springen kackendreist drüber. Ich glaube, das ist der letzte. Ich hab so ein Gefühl, das ist der letzte. Er sagt mir so, ja, komm, sammel mich, ich bin das goldene Ziel. Ich bin was Besonderes. Haha, hättest du mir gerne. Du bist genauso viel wert wie die anderen. Ja, es war tatsächlich der letzte. Hüpp, hurra! Und das waren seitdem her wirklich 8 Scheine. Oder 7. Wie ich es gesagt habe. So, Leute, und damit sage ich erstmal, danke fürs Reinschalten und Masa la vista, Baby. Und was dieses gewesen sein soll, weiß ich selber nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Reinschalten und Masa la vista, Baby. Ah ja, und übrigens sehen wir uns im nächsten Part nicht in der Schiffwerft wieder, wie es das nächste Level wäre. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt woanders schon rein kann. Super. Ja, okay, wir sehen uns doch in der Schiffwerft wieder und bis zum nächsten Mal. Aber erstmal danke fürs Reinschalten und Masa la vista, Baby.